Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, letztes Mal haben wir was gemacht? Kernprovinz angeguckt. Hier, das war das letzte. 30% sind wir schon am Vordringen, oder wie sehe ich das? Ja, lass mal hier die Pause rausnehmen, damit es weiter vorangeht. Nee, das ist es gar nicht. Rebellenfraktion, Flotten, Armeen, Länder, Diplomat, da. 11,7. 10 hatten wir denn nämlich letztes Mal irgendwas. Gut, da müssen wir natürlich weiter vorankommen, ist auch klar, passiert ja auch. Und wir müssen jetzt gucken, was hier naiver Verwandter. Der neue von erzählte Freunde öffentliche Informationen, das ist eigentlich Hochverrat. Aber die Königsfamilie in exekutieren kann die Gesellschaft in Aufruhr versetzen. Ja, verlieren 10 Prestige. Ist schon, glaube ich, ziemlich schlecht. Ne, das legitimiert Prestige, dann hätten wir da 0. Na, da. National Spionageabwehr minus 25. Ja, wir müssen mal hinnehmen. Prestige können wir nicht auch noch mehr verlieren. Wir sind hier schon relativ schlecht, weil unsere Legitimität schon schlecht ist und wir sind mit den Werten natürlich nicht bestens bestückt, ne? Gut. So, was haben wir denn alles hier noch so Schönes, ne? Provinzen haben wir Ansprüche drauf, die uns nicht gehören. Lüttich, Labourd, Provence und Kent. Wo ist denn Lüttich jetzt hier? Das ist Lüttich, ne? Genau. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir die mal vielleicht erobern. Könnte man das tun? Das ist die Frage. Ja, wir würden mit Österreich und mit Köln in Clinch geraten. Unsere Seite wäre niemand bereit, das zu tun. Ja. Tja. Da unten ist die Provence, ne? Gut. Würde jetzt also nicht so wirklich bringen. Gucken wir nochmal weiter. Labourd gegen die Engländer. Wie sieht es da aus mit einer Kriegserklärung? Da würde Portugal helfen. Die anderen hören dazu. Wir werden Schottland hinter uns, okay. Die Schotten würden natürlich oben richtig Randale machen. Die würden die da oben beschäftigen, ne? Ja. Hier oben, ne? Dann würden die da einmarschieren. Würde ich sagen, ne? Das wäre natürlich richtig schön, ne? Savoy wird nicht mitmachen. Und Provence auch nicht. Obwohl die Provence wäre schön gewesen, wenn die dabei gewesen wären, ne? Ja, aber ich glaube, wir machen das mal, oder? Achso, wenn wir das machen, dann sieht das noch wieder anders vielleicht aus, ne? Ne, wir machen das so. Labourd ist unser Ziel erstmal. Und bevor wir das machen, ziehen wir aber unsere Armee schon mal so ein bisschen darunter, oder? Sollten wir denn alle? Wäre vielleicht auch nicht so schlau, oder? Doch, machen wir. So, da geht's mal hin. Ach, sind zwei Armeen. Einmal 15, einmal 10. Wie ist denn Auftrag? 12, 13, 0. Achso, Kanonen haben wir noch nicht. Dann würde ich ja mal sagen, die 12er die schicken wir wieder zurück. Oder 15er, nicht 12er. 12 Infanterie, ne? Die 10er muss da unten reichen. Die 12er stellen wir mal da oben mehr hin. Würde ich sagen, oder? So. Dann rückt mal schneller vor, ne? Warte mal. Ja, jetzt so. Feinde sind Frankreich, Castille und Provence. Frankreich, Provence und Castille. Passt.
Ungarn, Waffenstillstand, Provence. Unser Boy. Münster. Beziehung mit Norwegen verbessern. Verbindung mit Portugal. Ja, die Portugiesen. Ja, müssen wir nochmal gucken, ne? So, wir sind soweit, denke ich mal, oder? Lass uns doch den Krieg erklären. Rein da marschiert. Und gucken, was passiert. Sonst ist ja auch langweilig, oder? So, wir sind schon drinne. Und da geht's los. Jetzt die Frage, ob wir hier irgendwie übersetzen sollten, ne? Man könnte nochmal so ein bisschen aufrühren, aber... Ja, auf der anderen Seite gucken wir erstmal, wie weit wir kommen mit unseren Schiffen. Die Österreicher. Oh, da kommen 5 Engländer. Ich glaube, das lassen wir dann gleich schon, oder? Wir brauchen gar nicht übersetzen. So wie man gerade sieht, sind da reichlich da. Lass uns gleich wieder hier in den Hafen reinfahren. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da so viele sind, ne? Sind die Schotten, die denn am beschäftigen? Sieht jetzt gerade auch nicht so aus, ne? Da sind sie jetzt mit 18 Leuten. 18 Schiffen. Okay. Reichen tut das ja nicht, ne? Lass uns doch mal die Leute dahin schicken. Geht das? Ach, das war wieder so kompliziert, ne? Da muss ich erstmal gucken, wie ich das hinkriege. Jetzt glaubt ihr, das dahin ziehen? Oder da kommen 18 Brötchen jetzt hier hin, ne? Okay. Oh, jetzt bekämpfen sie hier unsere Handelsflotte. Die ist dann wohl gleich untergegangen. Ja. Okay. Handelsschützen, Pretorienstaat. Oh, das waren doch hier... Ach, das sind Barken. Das sind gar nicht Transportschiffe. Shit, wo sind die denn? Ach, das ist nur eine Flotte. Warte mal. Warte mal, das sind die richtigen hier. Neue Einheiten ausheben? Nee. Ich will da Leute drauf haben. Automatischen Transport deaktivieren. Ne, das will ich ja gar nicht deaktivieren. Weil ich komme hier jetzt gerade nicht raus, weil hier, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja. Gut, dann machen wir das mal gerade noch ein bisschen anders. Wir müssen da noch... Bundesaktionen haben wir nicht, Einflussaktionen... Wir müssen das mal zumachen, immer. Ne, Quack. Wirtschaftsaktion. Embargo verhängen. So. Gut. Ja, wir kommen jetzt nicht mehr aus dem Hafen raus, weil die Flotte da ist. Da haben wir geschlafen wohin, ne, würde ich sagen, oder? Tja, können wir auch nichts machen. Aber nicht schlimm. Jetzt müssten wir nur gucken, was passiert hier oben. Oh, da sind schon die Gegner eingefallen, hm? Ja, die Schotten sind doch nicht gerade stark gewesen, ne? Da oben marschieren 12 Leute.
von den Engländern. Ja. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet von ihm, ne? Frieden verhandeln können wir auch gar nicht. Ja, wie kriege ich jetzt Schiffe daher? Gute Frage, ne? Oh, hier haben wir zwei Barken, ne? Gehen wir schon mal aus jeden Fall vereinen. Geht gerade nicht, weil sie an verschiedenen Stellen stehen. Einheit raus, ist klar. Und segeln wir da mal mit mal rum. Da können wir da ja ein bisschen was erreichen, aber ich glaube eher nicht, ne? Zwei Schifflein, da hat man nicht so große Chancen, oder? Straße von Gibraltar, Golf von Cadiz ist da. Mhm. Und die fahren jetzt mitten übers Land. Krass. Okay. Da geht's weiter. Da oben sind die Österreicher oder was? Tatsächlich. Voll die Seemacht, die Österreicher, ne? Castille ist da. Haben wir auch noch hin. Ist ja kein Ding, die Schotten kommen da oben gerade. Okay. Hier müsste gleich ein Schiff irgendwo fertig werden, oder ist er schon kaputt? So, 72% erreichen wir jetzt hier. Hier ist 100% drin. Sieht jetzt nicht gerade so dramatisch aus, ne? Ich schätze mal, hier oben ist schon alles rot. Sieht genauso aus. Da oben wird sogar mit einem Mann gekämpft. Dann wollen wir doch mal ganz schnell dahin, oder? Dänemark unterstützt die ganze Geschichte, oder sind die mit Dänemark auch noch im Krieg? Bin ich ja jetzt mal gespannt, aber die fahren aneinander vorbei, also. Schottische Flotte liegt hier jetzt. Ja. Unsere Flotte ist hier blockiert. Naja, gut. Okay, ich würde aber sagen, für die Runde soll das jetzt erstmal wieder reichen. Wir dürfen die nämlich nicht vergessen, unsere Flotte hier. Dann fahren wir besser darum. Und schauen wir mal, was wir machen können. Okay. Jetzt verlieren wir noch einen Kardinalsitz hier in Frankreich. Ja. Kardinal zum Umzug bestochen. Super, hm? ...30% zur Provence verschlechtert. Auch gut, ne? Gegen die Provence haben wir jetzt einen Kriegsgrund. Was bringt uns das? Nicht so viel. Eigentlich wollen wir eher mit denen verbündet sein, als
mit dem Krieg ziehen, weil die sind von drei Seiten dann da, ne? Gut, okay, aber wie gesagt, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!